Ruft an eure Liebsten, bittet sie herbei und macht mal eine leckere Portion Spiegelei. Sitzt beisammen, erzählt eure Geschicht, erfreut euch an jedem strahlenden Gesicht. Wenn ihr keines erblickt, so lasst mich euch raten, lasset sie erscheinen durch eure eigenen Taten. So, jetzt aber nochmal zurück zum König, denn dieser ist nun gefangen. Von Dornenzweigen umschlossen, darf er nicht mal mehr um den Tode bangen. Gesorgt ist für ein ewiges Leben. Doch niemand ist mehr da, um ihm zu vergeben. Als Strafe für Grauen, für Leid und für Schuld werden die Trolle den König füttern in endloser Geduld. Einen solchen Troll hat auch Ulle bereits gesehen. Doch als die Kreatur seine Schwester nahm, half kein Flehen. Als Futter für König Nils ist sie nun auserkoren. Doch alle Hoffnung ist noch nicht verloren. So viel Leid musste Ulle auf sich nehmen. So viele YouTube-unfreundliche Themen musste Judarum aus dem Video streichen, damit wir letztendlich doch noch den König erreichen.